Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden in aller Welt. Bei Daimler-Benz, da ist man smart und etwas auf der Hut. Eleganz und Kriegsgeschrei verträgt sich nicht sehr gut. Dual Use und faule Tricks, an diesem Stern klebt Blut. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden in aller Welt. Der Daimler-Konzern ist ja der weltweit größte Konzern, der LKWs herstellt und rühmt sich damit, eben natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze hier in der Region zu schaffen. Nur in der Region ist sehr wenig bekannt, dass neben der zivilen Produktion auch eine militärische Produktion stattfindet. Das heißt, hier direkt vor Ort findet eine breite Palette an Militär-LKWs, Unimox, Mercedes G-Modell, andere Lastkraftwagen, die speziell auch für militärische Einsätze entwickelt wurden, werden hier vor Ort hergestellt. Bekannt ist das nur sehr wenig. Ja, also auch die regionalen Medien kolportieren Mercedes-Benz als ein Unternehmen mit soliden Umsätzen und so weiter. Und dafür dass eben auch diese andere Seite von Mercedes-Benz sichtbar wird. Mercedes-Benz als Rüstungskonzern. Deswegen stehen wir heute hier. EADS und ThyssenKrupp, Krauss Maffei sind dabei. Rheinmetall und Deutsche Bank bei jeder Schweinerei. Rendite ist ihre Vernunft, sie hören nicht den Schrei. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Was hier in dem Werk an Kriegsvorbereitung stattfindet, geschieht hinter verschlossenen Türen. Also man kann wenig Informationen bekommen, Websites und so weiter, es wird verschwiegen. Deshalb denke ich, ist es sehr wichtig, auch einen regionalen Ansatz zu verfolgen, der sich an Beschäftigte wendet, aber natürlich auch die politische Ebene, die Entscheidungen der Bundesregierung, besonders des Bundessicherheitsrates, berücksichtigt. Kein Krieg ist schön, aber die meisten Exporte kommen nicht von uns aus Deutschland, sondern die kommen aus den USA. Die führen massive Kriege und China und Sachen, die unterm Strich die verdeckt sind, die man so gar nicht mitkriegt. Da drin sitzen Herren, die sitzen in einer höheren Ebene und wir müssen im Endeffekt das machen, was die uns vorgeben. Wenn wir es nicht machen, können wir gehen. Im Prinzip ist mir egal, wie gesagt. Also ich mache meine Arbeit und dann ist gut. Ja. Forschung und Technologie muss sich wieder lohnen. Darum bauen Firmen eifrig hierzulande Drohnen. Die Bombenziele spionieren, wo deine Freunde wohnen. Als Aktionsbündnis Krieg beginnt hier, keine Beihilfe aus der Pfalz, haben wir diesen Zeitpunkt gewählt, weil vor zwei Tagen, also am 10.04. die Hauptversammlung der Aktionäre der Daimler AG in Berlin stattfand und dort vertreten sind natürlich auch die kritischen Aktionäre, die Gegenanträge traditionellerweise, muss man schon sagen, stellen, und diese Gegenanträge beinhalten natürlich auch die Rüstungsproduktion der Daimler AG. Und wenn es um Rüstungsproduktion geht, geht es natürlich auch um das Werk Wörth mit seinen Militär-LKWs, die in ihren genauen Vertriebszahlen nicht so sichtbar wird. Und deshalb ist auch eine ständige Frage der kritischen Aktionäre, was genau wird im Werk Wörth produziert und was genau wird wohin geliefert. Ja.
Und diese Anträge werden regelmäßig gestellt und regelmäßig wird relativ verschleiernd geantwortet. Und um diese kritischen Aktionäre zu unterstützen, haben wir in dem Zusammenhang heute diesen Termin gewählt. EADS und ThyssenKrupp, Krauss Maffei sind dabei. Rheinmetall und Deutsche Bank bei jeder Schweinerei. Rendite ist ihre Vernunft, sie hören nicht den Schrei. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden in aller Welt.